Hallöchen, so, da bin ich wieder. Heute habe ich mir mal was überlegt, wo ich überhaupt gar nicht weiß, ob das funktionieren wird. Also ich habe im Kühlschrank noch einen Schluck Glühwein gefunden. Mega lecker, meine Kollegen wissen bestimmt, welchen ich meine, habe ich von Arbeit mitgenommen. Und dachte mir, ach, bevor der schlecht wird, weil jetzt, wo es so warm geworden ist, da trinke ich auch keinen Glühwein mehr. Also da muss es schon ordentlich kalt sein und dann schmeckt es auch super. Jedenfalls habe ich mir überlegt, vielleicht könnte man ja mal ein Lachsfilet braten oder im Ofen machen. Guck ich mal, entscheide ich mal wieder spontan. Und dazu eine Glühweinsoße oben drüber, ein bisschen angedickt, als Beilage mit ein bisschen grünen Brokkoli. Und dann habe ich noch so eine witzigen Edamame, wie auch immer, Nudeln mit Spirulina. Also die sehen jetzt auch so ein bisschen grün-braun aus. Mal gucken, wie sie aussehen, wenn sie gekocht sind. Hatte ich noch nicht. Ja, und das werde ich dann jetzt gleich mal probieren. Jetzt fangen wir mal an und werden den Fisch auseinandernehmen, beziehungsweise es ist ja Lachsfilet. Das hat aber eine Haut drunter, ne? Sieht man vielleicht da. Und die werden wir jetzt mal abziehen. Also wir enthäuten das Lachsfilet. Gucken wir mal, ob es klappt. Wahrscheinlich Vorführeffekt, wahrscheinlich nicht. Aber ja, dann gibt es halt Lachsnetzel, wenn es auseinandergeruppt wird. Ist egal. Na gut, wir fangen mal an, ne? Schauen wir mal. Ich bin echt selber gespannt, weil das ist schon ein bisschen witzig. Glühweinsoße. Ich dachte mir, ist auch bestimmt ein Farbspektakel auf dem Teller. Also kann ja nicht werden. So, mein Kumpel, der ist noch ein bisschen angefroren. Also man kann ihn schon biegen, aber der ist noch nicht ganz aufgetaut, weil es macht sich einfach besser mit dem Abziehen, ne? Jahre her, als ich das letzte Mal gemacht habe. Wir schneiden einfach hier unten ein Stück ein, also krallen die Finger rein, bisschen biegen, also man nennt es auch die Kralle, damit man sich nicht in die Finger säbelt, ne? Und jetzt setzen wir einfach hier an, bisschen schräg, schneiden ein bisschen ein, bis auf die Haut runter und halten richtig mit den Fingerspitzen, sieht man das? Das Ende hier hinten fest, also hier ist ein kleines Stück, das wird schwund sein, das einfach zum Festhalten. Und ziehen das Messer nach vorne, ne? Also die Haut greifen wir jetzt, jetzt können wir festhalten. Schieben das Messer in gleichen Bewegungen nach vorne und gleichzeitig ziehen wir einfach die Haut. So, tada. Und? Hat nicht funktioniert. Doch. Na, sieht doch mal ganz nett aus. Klar, ein bisschen Schwund ist dran. Ne? Macht man ja nicht alle Tage, aber kann ja mal passieren. Aber ansonsten eigentlich gar nicht so verkehrt. So, Nummer 1. Haben wir noch einen Teller hier. Oh, super. Zack, fertig. Und jetzt kommt gleich noch Nummer 2. Gleiches Spiel. Mit den Fingern reinkrallen ins letzte Schnippchen. Messer schräg ansetzen, runterschneiden bis zur Haut. Nach vorne in leichten Bewegungen wegdrücken, sage ich mal, und gleichzeitig die Haut unten runterziehen. Also man merkt, wenn man mit dem Messer zu weit in der Haut drin ist, dann geht es nämlich nicht. So, aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, wie war schon? Tada! Super! Siehst du, gelernt ist gelernt, wa? Irgendwann mal vor 10 Jahren. So, fertig. Okay, jetzt erstmal sauber machen. Also ich habe auch mein ganz altes Brett genommen, weil Fisch muss nicht auf meinen Lieblingsbrettern sein. Also ich habe ja nun alles doppelt, das Braune und das andere. Immer für Fleisch und Gemüse, aber Fisch will ich da nicht drauf haben. Nicht Not. So, jetzt wird aufgeräumt, sauber gemacht. Die stinkt hier in Hände gewaschen. Soll ja Zitrone helfen. Schön mit Zitrone reinbrennen. Machen wir jetzt nicht. Wir waschen die einfach nur und dann machen wir weiter. Bis dann. So, nun wird gewürzt mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Alles schön drüber krümeln. Mit den Händen ein bisschen breit schmieren. Na, das sieht doch super aus. Jetzt geht's ans Braten. Ein bisschen mit Zitronenlauge träufeln, mit Mehl bestäuben. Ein Klecks Butter in die Pfanne. Und dann fliegt das Filet rein. Soße anbinden, mit Butter aufbrudeln lassen, Mehl schön durchrühren, damit keine Klumpen entstehen. Und fertig, lecker!